Alpentraversale. Jeder Tag ein Höhepunkt. Ein Tourenbericht von unserer Alpenüberquerung. Wir haben ganz viel geplant und ganz viel trainiert, sind ganz viel gegangen und gelaufen und gejoggt und haben ganz viele Packlisten gemacht und Unterwäsche abgewogen, damit der Rucksack nicht zu schwer wird. Und haben natürlich Rotwein getrunken. Selbstverständlich. Hier Rotwein für die Vorbereitung. Ist wichtig. Ja. 7 Tage, 7200 Höhenmeter und unvergessliche Momente entlang der Traversale vom Königssee in Bayern bis zu den Dreizinnern in Italien. Von Nationalpark zu Nationalpark. Wir überschreiten die nördlichen Kalkalpen über die einzigartige Kalklandschaft des Steinernen Meeres, weiter zu den Zentralalpen mit der mächtigen Gletschergebirgswelt des Großglockners, dem höchsten Berg Österreichs. Schließlich durchstreifen wir die sanften Vilgrazener Berge Osttirols mit ihren wunderschön gelegenen Seen und Almen. Zum Abschluss erreichen wir die steilen Felsmassive der Dolomiten mit den weltbekannten drei Zinnen. Eine motivierte Truppe mit Bergführer Schorsch von der Bergschule Oase Alpin. Ich bin der Heinrich. Ich bin die Conny. Ich bin Doris. Mein Name ist Sebastian. Hallo, ich bin Miri. Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin Nico. Ich bin Brigitte. Ich bin der Josef. Und ich bin die Bea. Ja, und ich bin der Georg. Komme aus Lindenberg, aus dem schönen Allgäu. Herzlich willkommen am Königssee. Um 10 Uhr ist Treffpunkt am Königssee. Ganz gemütlich geht's los, nämlich mit einer Schifffahrt auf dem Königssee nach St. Bartholomä. Sehr grüß Gott beieinander. Wir beide vom Boot wünschen eine angenehme Überfahrt. Rechter Hand die Watzmann-Ostwand. Wir erleben ein grandioses Trompetenecho. Saison geht los Ende Juni. Da gehen dann den ersten schon durch. Machen ungefähr so 300 bis 400 Bergsteiger. Also Regen beim Start hat man auch nie gehabt, ne? Mhm. Beim Start nicht, ne? Nee. Gleich vorbei. Ja. Naja, irgendwie habe ich fix mit einem Bilderbuchwetter gerechnet. Was soll's? Wir sind ja top ausgerüstet. Aber nun geht es wirklich los. Aufstieg vom Königssee über die Saugasse hinauf zum Kerlinger Haus. Geplante Gehzeit 4,5 Stunden. Kurze Verschnaufpause und sieh da, das Wetter scheint sich zu bessern. Der sausteile Aufstieg durch die Saugasse erfordert so manchen Boxenstopp. Wo geht's denn hier zum Kerlinger Haus? Geradeaus, da ist es. Passt, danke. Um 5:30 Uhr abends erreichen wir schließlich das Kerlinger Haus auf 1638 Meter. Dahinter der malerische Funtensee. Und der Aufstieg war anstrengend, sehr anstrengend. Schöner Aufstieg, hat mir gut gefallen. Am Anfang habe ich mir schwer getan, aber lang, aber schön. Gute Nacht. Morgenstimmung am Funtensee.
Gestern Abend ist die Conny schon vom Bergführer persönlich massiert worden. Und heute Morgen, schaut selber, hat sie ihn voll im Griff, fummelt er ihn an den Füßen rum. Plan für heute: die Überquerung der verkarsteten Hochfläche des Steinernen Meeres, Überschreitung der deutsch-österreichischen Grenze. Auf nach Österreich! Insgesamt ist heute eine Gehzeit von 7 Stunden geplant. Nach circa 3 Stunden erreichen wir das Riemannhaus auf 2177 Meter, wo wir unsere wohlverdiente Mittagsrast einlegen. Genau. Jetzt geht es an 1100 Meter bergab. Müssen wir schön, also schön abfedern. Ja? Na, packen wir. Von hier führt uns ein steiler, zum Teil mit Drahtseilen versicherter Weg hinab nach Maria Alm. Aber wir müssen jetzt sehr konzentriert gehen. Okay. Reden einstellen, bitte. Geht's bergab mit uns? Ein Taxi bringt uns zum nächsten Höhepunkt entlang der Alpentraversale. Der Nationalpark Hohe Tauern mit dem höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner. Wir haben noch eine kurze Wanderung vor uns, vom Käfertal auf einem Forstweg in einigen Kehren hinauf zur Traunalm. Zur Traunalm. Was haben wir da oben gesehen? Wo? Da, genau. Die Hütte! Die Hütte! Was wird die Hütte! Was wird es in der Hütte geben? Bier! Ja! Und Radler! Quatsch! Und Radler! Doch! Kannst direkt wieder runtergehen. Da lege ich mich gleich rein. Und wir rächen die Traunalm. Der Georg sagt die Traunalm. Lassen wir uns überraschen, gell? Ja. Oder? Wie, wo tust du meine Hände? Ja, die liegt jetzt hier an meinem Kopfende. Dann legst du die jetzt da hin. Brauchst du doch morgen früh? Ja. Dann steck ich mir auf den Kopf, ne? Frisch gestärkt nach einem reichhaltigen Frühstück steigen wir unter der gewaltigen Gletscherszenerie vom großen Wiesbachhorn und Fuscherkarkopf zur Pfandlscharte auf 2665 Meter auf. Wir sind heute etwas früher dran, dafür Nachmittag Regen angesagt.
abgesagt wurde. Ein Blick ins Fuschertal. So, das ist jetzt die Pfandlschachte. Die Pfandlschachte gilt als ein großartiger Übergang aus dem Vierleitental im Salzburger Pinzgau in das Kärntner Mülltal. Ich finde es eigentlich wichtig, dass jeder in seinem Rhythmus hochgeht und nicht immer wieder anhält. Deswegen war ich leider so unkollegial, nicht zu warten. Hat aber Spaß gemacht. Mit den Spikes an den Schuhen ging das super. Ja, ich fand es auch mal eine willkommene Abwechslung zu diesem steinernen Gebiet hier, einfach mal durch den Schnee hochzugehen. Ich frage mich aber, ob das wirklich gut ist für den Gletscher, dass man über ihn geht oder ob man ihn nicht besser in Ruhe lassen soll. War das ein Gletscher? Das war kein Gletscher, nein. Du konntest ja unten die Markierungen sehen. Das können wir rausschneiden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre lieber Wege gegangen. Ich mag den Schnee sehr, aber im Winter, da wo er hingehört, und ich gehe nicht so gern über Schneefelder. Nach einer kurzen Rast geht es nun auf der anderen Seite hinunter zum Glocknerhaus. Aber vorher noch ein kurzer Gegenanstieg. Wir sind gerade über die Pfandlschachte und jetzt haben wir noch bestimmt eine Stunde Gehzeit vor uns. Der Georg, unser Bergführer, meinte jetzt gerade, wir laufen jetzt einen Grat entlang, wo es halt immer leicht rauf und runter geht. Ja, mal schauen, wann wir ankommen. Und wir hoffen auf trockenes Wetter noch. Vorbei am Pfandlschartensee. Nun der erste Blick auf das Glocknerhaus. Da werden wir heute übernachten. Früher als sonst erreichen wir die heutige Unterkunft, das traditionsreiche Glocknerhaus, gerade recht zum Mittagessen. Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag? Ja, genau, eine kleine Zusatzrunde, den Gletscherweg Pasterze. Dieser führt zuerst hinunter zum Margaritzenstausee, hinauf zum Sandersee, bis zum Gletscher Pasterze und schließlich hinauf zur Franz-Josefs-Höhe. Freust dich schon auf den heutigen Tag? Ja. Bist motiviert? Sehr. Ja. Ich hoffe, es läuft heute besser. Meine gute Nacht von gestern Abend kam heute Morgen an. Also wir hatten wieder mal die ganze Zeit kein Netz. Dafür einen noch so umso schöneren Abend gestern. Manchmal hilft es, kein Netz zu haben. Denn da ist man live mittendrin. Also liebe Leute, schaltet auch mal aus. Und jetzt schalten wir ein in den Wandermodus. Plan für heute, zuerst Richtung Heiligenblut, dann rechts abzweigen ins wunderschöne Leitertal, hinauf zur Glorahütte und schließlich hinunter zum Lucknerhaus. Gehzeit circa 7 Stunden. Kurzer Abstieg zur Margaritzenstausee. Er gehört zur Oberstufe des Kraftwerks Capron und wurde 1953 fertiggestellt. Ein herrlicher Morgen. Wir sind alle topfit. Es geht weiter in Richtung Heiligenblut bis zum Abzweig in das Leitertal. So, jetzt sind wir hier am Eingang ins Leitertal. Und jetzt geht es 740 Meter immer ganz schön gleichmäßig bergauf. Wunderschöner Weg und ich freue mich jetzt schon. Die Route führt nun entlang des Leiterbaches zur Glorahütte.
Das erste Etappenziel. Ja. Für heute haben wir recht, fast. Ja, genau. Für uns die Glorie-Hütte. Wie war es auf der Glorie-Hütte? Schön warm war es da drin. Draußen ist es ein kalt, aber abwärts wird es wieder warm. Was hast du denn gegessen? Ich habe gegessen einen Apfelstrudel mit Sahne. War sehr gut. Nach der wohlverdienten Mittagsrast steigen wir zum Lucknerhaus unserer heutigen Unterkunft ab. Wir waren sportlich tätig heute. Wir sind am wunderschönen Lucknerhaus. Aber es ist halt schade, dass wir nicht auf der Luckner Hütte sind. Aber die wäre schwarz gewesen. Und das können wir noch nicht. Also, aufi! Gesundheit! Ich glaube, Hände. Es erfolgt eine Überschreitung der Vilgratener Berge. Von St. Jakob aus erreichen wir mit einem Sessellift die Moseralm. Aufstieg auf die Ochsenlenke. Der Degenhornsee lädt zu einer kurzen Rast ein. Weiter zur Ahrntaler Lenke. Abstieg über das wunderschöne Ahrntal zur Unterstaller Alm. Ich finde die alten Traversale unheimlich interessant, vielseitig von der Natur, von den Wegen her. Und ich muss der Alpine Oase ein Lob aussprechen. Sie haben es alle sehr gut organisiert. Die Hütten sind sehr unterschiedlich, aber faszinierend, weil jede für sich irgendwie das richtige Ambiente hat. Und ich freue mich jetzt noch auf die nächsten zwei Tage. Schnacken! Also links halten. So, da oben sehen wir jetzt schon die Ochsenlenke. Da machen wir dann ganz eine kurze Trinkpause. Dann geht der Weg weiter nach rechts und über den Grat runter zum Degensee. Und da machen wir eine richtige Pause. Haben wir uns dann auch verdient. Ganz schön steil war der Aufstieg, aber alles machbar. Ja, es ist ganz schön kalt hier oben. Wir sind jetzt auf fast 3000 Meter. Das da oben ist das große Degenhorn auf 2946 Meter. Eisschwimmen! Wer geht mit Eisschwimmen? Der Mann aus dem Berg! Wie viel Grad hat er? Ja, gefühlte 3. Ja, aber schön angenehm. Ja, da ist auch mal, also muss man sich halt auch mal einhalten. Und. Na, kannst du ja mir noch abnehmen.
So beschwerlich. Ich krieg ja aber Angst zu haben. Wir haben jetzt unseren Aufstieg fast geschafft. Also, ich mal auf meine Uhr gucke, fehlen uns noch so 60 Höhenmeter ungefähr. Und jetzt geht es eigentlich nur noch runter. Ja, ja, gut, aber wenn du unterwegs bist. Abstieg über das wunderschöne Arntal zur Unterstaller Alm. Tagesziel ist der beschauliche Ort Innervilgraten, Übernachtung im Gasthof Raiffeisen. Der Tag 6 beginnt mit einem grandiosen Frühstück. Wir hatten Pflaumen, Erdbeeren, Melone, Gemüse, ganz viele Käsesorten, Wurstsorten. Also so ein perfektes Frühstück hatten wir noch nie. Aber auch die ganze Unterkunft war sehr herzlich. Eine sehr nette Wirtin. Super lecker, die beste Handwerkskunst. Einfach nur zu empfehlen. Vor allen Dingen der Schafskäse, der zergeht auf der Zunge. Da hat jeder was gefunden, glaube ich, bei dem Frühstück. Man konnte eigentlich alles essen, was man so auf dem Tisch gesehen hat. Kann man nicht mehr toppen. Der Übergang vom Innervilgratener Tal ins Pustertal führt uns über das 2663 Meter hohe Toblacher Pfannhorn. Ein aussichtsreicher Abstieg bringt uns zur Bonner Hütte auf 2340 Meter. Abstieg zum Weiler Kandellern und weiter über die Sechsten in das Innerfeldtal. Jetzt gehen wir zuerst rauf auf Pfannentäl und nachher über das Pfannenhorn zur Bonner Hütte. Und nachher laufen wir runter nach Kandellern. Da werden wir abgeholt mit dem Taxi. Wir fahren am Silian durch, Innichen, und dann müssen wir umwechseln auf den Dreischusterbus. Und dann haben wir noch, das wisst ihr eh, wie lange gehen wir? 20 Minuten! 20 Minuten bis zur Dreischusterhütte und die liegt unheimlich schön, da freut es mich jetzt schon. Die Conny und die Dori sind mir den ganzen Tag im Ohrli. Miriam, yam, yam, Miriam, yam, yam, Miriam, yam, 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 yam. Genial. Ich fühle mich gemobbt. Fußeshalber mein Messer mitgeben, falls jemand drin sitzt. Exakt an der Grenze zwischen Österreich und Italien erinnern heute noch die übrig gebliebenen Stellungen an ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Dolomiten. Ein zermürbender Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg zwischen Österreich und Italien.
bin überwältigt von den ganzen Bildern. Also das transportiert schon ganz andere Atmosphäre, als wenn man es wirklich nur auf Fotos, auf Bildern oder in irgendeinem Video sieht. Das Ganze mal zu erleben, die Landschaft, die Leute, das Essen, auch mit einer Gruppe zu laufen, ist eine Erfahrung wert. Das ist so gut und so super funktioniert. Und ja, dann dazu noch belohnt wird mit solchen Ausblicken, wie wir es hier gerade vor uns haben, wenn wir uns einmal drehen. Dann, drehen wir uns mal. Ja, drehen wir uns mal. Das ist natürlich, lohnt es sich. Ich will es immer wieder machen. It's a beautiful valley here, das Fischleintal, and we have about a 20-minute walk up to the Dreischichten. So please enjoy. It's a national park here, and not for walking, but when we come up to the hut, we need the mask. Kurzer Aufstieg zur heutigen Unterkunft der Dreischusterhütte. Wir bedanken uns bei der Bea für eine Runde Schnaps mit einem dreifachen Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi. Prost. Prost, Prost, ihr Säcke. Prost, du Sack. I hope you had that just as nice of a day as I did. It was absolutely gorgeous. And since we crossed the border, well, we're gonna do everything in English because we are in Canada. It's a beautiful valley in the midst of the Rocky Mountains. Der letzte Aufstieg führt uns durch das malerische Innerfeldtal zur Dreizinnenhütte. Also. Gehen wir rein in den schönen Tag. Ja. Auf geht's. Danke. Auf geht's. Das ist jetzt hier der Nationalpark Dreizinn und unser leider letzter Tag unserer Wanderung. Wir sind fast am Ziel angekommen und es ist einfach traumhaft, traumhaft schön hier. Kommen wir mal schnell her. Kannst du mal bücken? Bücken? Oh Gott! So, so ein bisschen machen, okay. So, schau, da geht's weiter. Und dann geht es da oben auf die Anhöhe und da sehen wir nachher schon die 13. Schau, da sind sie, siehst du es? Mhm. Das sieht sehr spannend aus. Sehr gut. Es ist einfach so, es kann ja jedem mal passieren, dass du mal nicht so einen guten Tag hast. Und ja, da
gab es gar keine Diskussion. Da hat man das Gepäck ein bisschen aufgeteilt. Und das ist schön, dass das heutzutage auch noch so läuft. Das ist nämlich nicht mehr ganz normal. Also zu dem Thema, vielen Dank für alles. War wirklich schön mit euch. Oder ist schön, immer noch. Meine absoluten Highlights auf der Tour waren nach dem steinernen Meer die Riemannhütte, von dort ins Tal geblickt, super weit über die Alpen, und zusätzlich der Degensee, wo man sich jederzeit ein Bad gönnen kann, bei warmen, gefühlten 3 Grad. Tschüss zusammen! Mein persönliches Highlight der ganzen Tour war die Traunalm, diese große, alte, 130 Jahre alte Holzhütte mit den knarzenden Treppenstufen. Dem alten, ganz der alten Gaststube und einfach dieser wunderbaren Stimmung dann dort. Und genauso habe ich mir Hüttenwanderungen vorgestellt. Aber nachdem ich hier gerade auf diese Hochebene gekommen bin, muss ich sagen, also dieses Plateau mit den 3 Zinnen, das ist es. Jeder Tag hat ein Highlight gehabt, aber dieser letzte Tag hier bei den Dolomiten oder in den Dolomiten, das ist grandios, auch bei diesem Wetter. Durchs steinerne Meer, bei der Riemannhütte, der Ausblick dann hinten nach Marialm. Und das jetzt war noch mal mehr gewesen, der Aufstieg zu den 3 Zinnen. Herrlich. Naja, erstens, dass ich nicht alleine laufen muss, sondern in einer Gruppe laufe, die einfach fantastisch ist, die mir viel gegeben hat. Sicherheit, schöne Abende. Und landschaftlich natürlich ganz anders. Wir haben also in allen Tagen, jeden Tag irgendwo eine andere Landschaft gehabt. Und das war wirklich echt faszinierend. Würdest du die Tour wieder machen? Ja, aber ich hoffe, ich hätte dann bessere Kondition. Das größte Highlight, ganz klar, hier hinter uns im Bild, die 3 Zinnen. Oh ja, wunderschöne Fall. Landschaft, hier ist unglaublich. Also kann man auch Bildern eigentlich nicht aufnehmen, nee, wie groß das hier aussieht. Und ansonsten ist eigentlich die ganze Tour ein einziges Highlight gewesen. Also ja. Ich könnte nichts hervorheben. Es waren eigentlich ganz viele schöne Abende, ganz viele schöne Unterkünfte, die traumhafte Traunalm. Oh ja, auf jeden Fall. Eine Übernachtung im Pfarrzimmer, Pfarrhaus. Also. Ja, sehr, sehr speziell. Aber auch ganz, ganz viel. Tolle Musik am Abend, viel Wein, viel Bier, eine wundervolle Gruppe, viel Spaß miteinander. Also die ganze Woche eigentlich ein einziges Highlight. Ja, am besten gefallen hat mir diese schönen Plätze in den verschiedenen Nationalparks, so wie dieser einer ist. Also Plätze, da wird man ganz demütig. Ich meine, wir gehen jetzt auch nicht umsonst von einem Nationalpark in den nächsten, haben in Bayern angefangen, dann durch das schöne Osttirol, Hohe Tauern. Und jetzt sind wir wieder im Nationalpark bei den 3 Zinnen. Es ist einfach unheimlich schön hier. Und von der Unterkünfte und auch kulinarisch, das haben wir also in jedem Land, Bayern angefangen, dann Österreich, jetzt Italien, da werden wir überall verwähnt. Und natürlich die Truppe. Wir haben so eine tolle, lustige Truppe, sehr viel Hilfsbereitschaft, und das ist einfach schön, dass es heutzutage auch noch gibt. Und hier endet unsere Alpentraversale. Eine Wanderung vom Königssee in Bayern bis zu den 3 Zinnen in Italien. Danke an Schorsch vom Oase Alpin. Du hast uns eine Woche lang souverän durch die Alpen geführt. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Vielen Dank für eine schöne Woche. Und kann ich nur noch sagen, ich freue mich, wenn wir uns alle wieder im nächsten Jahr im Valmalenco treffen.